Wir sind zurzeit eine Seltenheit auf der Uferpromenade am Tegeler See. Die wenigen, die man sieht, laufen an der Leine. Denn ihre Besitzer haben Angst. In wenigen Tagen starben nach einem Spaziergang in dieser Idylle mehrere Hunde, vermutlich an einer Vergiftung. Andere entkamen nur knapp dem Tod. Silke Schneegers, selbst stolze Besitzerin von Terrier-Dame Lissi, rettete am vergangenen Freitag einem Hund das Leben, weil sie schnell genug reagierte. Sie selbst meidet aber seitdem mit ihrem Vierbeiner den Tegeler See. Zum Tegeler See gehe ich mit meinem Hund nicht mehr. Der bleibt zu Hause. Und ich selber ins Wasser traue ich mich auch noch nicht, weil ich ja noch nicht weiß, was überhaupt los ist. Ne? Sie haben ja vergangene Woche ein richtiges Drama miterlebt und waren sogar die Retterin. Wie hat sich da was abgespielt? Naja, wir kamen vom Motorbootfahren wieder und dann saß eine Besitzerin an ihrem Hund, ein großer Dalmatiner, ein ganz süßer. Und er lag schon auf dem Boden und da war meine erste Reaktion, oh Gott, der wurde vergiftet. Ne? Und da habe ich die Besitzerin gefragt, ich sage, was sie da macht oder ob der Hund Probleme hat. Und dann meinte sie, ja, der ist komisch, seit 2 Minuten. Ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, er soll mal hochstehen, also ein bisschen, hat er versucht aufzustehen oder mit einem Finger an zu zittern, hast du schon gesehen, Krämpfe und ich sage, na, der wurde vergiftet, wir müssen sofort jetzt reagieren, weil innerhalb von einer halben Stunde bis 40 Minuten sollen die Hunde wirklich elendlich sterben. Und da haben wir den sofort genommen, mein Arbeitskollege war Gott sei Dank mit, ein Mann. Der hat den Hund gleich getragen und mein Auto stand am Parkplatz. Dann haben wir den hineingetragen, im Kofferraum, sofort zu Rödiger in die Tierarztpraxis und waren in 20 Minuten auch da gewesen und das war seine Rettung. Das heißt, wie geht es dem Hund heute? Der Hund hat es Gott sei Dank überlebt, Gott sei Dank, was sehr kritisch war eigentlich, ne? Der Zustand. Aber er hat es geschafft am nächsten Tag. Er musste einen Tag zur Beobachtung da bleiben. Aber wir sind wirklich alle froh. Die Zeit war's. Wäre kein Auto, nichts da gewesen, dann hätte er es nicht geschafft. So wie andere Hunde, die das Gassigehen in der freien Natur mit dem Leben bezahlen mussten. Warnschilder mit Hinweisen auf Gift wurden stellenweise an die Bäume an der Uferpromenade in der Nähe der Sechserbrücke sowie an der Kreuzung Borsigdamm-Neheimer Straße angebracht. Orte, an denen die verstorbenen Hunde vor ihrem Todeskampf unterwegs waren. In der Veterinärpraxis Rödiger kämpfen die Tierärzte gegen die Zeit und für die Rettung der Hunde. Am 18.05. kam der erste Hund und seitdem waren 11 Hunde hier, manchmal 2 an einem Tag. Alle mit ähnlichen Symptomen, die waren alle im Bereich des Tegelersees spazieren, wurden dann schlagartig matt, zitterten, manche hatten Speichel, manche hatten keinen Speichel. Von den 11 Hunden haben 4 überlebt. Einige hatten plötzlich blaue Schleimhäute, andere hatten aber rosa Schleimhäute. Also die Symptome waren ähnlich, aber nicht einheitlich. Kann man heute schon sagen, weshalb manche der Hunde überlebt haben und manche nicht? Nein, weil wir haben große Hunde durchbekommen, wir haben kleine Hunde durchbekommen, große sind gestorben, kleine sind gestorben. Wir wissen nicht, woran es liegt und wir können auch nur spekulieren, das ist Quatsch. Also wir wissen nicht, was das Gift ist. Irgendein Gift wird es sein, ein Virus halte ich für ausgeschlossen, das wirkt nicht so schnell, irgendwelche Bakterien. Aber was es ist, wissen wir nicht und deswegen wissen wir auch gar nicht, was und wieso einige durchkommen, einige nicht. Gibt es schon einen Bericht aus der Pathologie? Nein, der soll dieser Tage kommen. Also wir erwarten alle dringend dieser Tage, diese Woche eigentlich noch einen Bericht. Das Problem ist eben, das muss auch die Toxikologie gemacht werden und das braucht einfach seine Zeit. Was waren die typischen Symptome, beziehungsweise bei welchen Symptomen sollten bei den Hundebesitzern nach einem Spaziergang am Teglersee die Alarmglocken klingeln? Wenn der Hund schwach wird, zittrig wird, nicht ist wie normal, sofort zum Tierarzt. Ganz egal wohin, schnell zum Tierarzt. Es scheint wirklich eine Zeitfrage zu sein. Wir hatten welche, die innerhalb von 15, 20 Minuten gestorben sind. Aber alles spielt sich innerhalb von einer Stunde ab. Also wenn die komisch sind, die sind zittrig, die werden plötzlich matt, schnell zum Tierarzt. Und was können Sie dann als Tierarzt tun? Also was wir gemacht haben, wir haben die so schnell es ging in Narkose gelegt, haben den Magen ausgepumpt, haben Aktivkohle reingegeben, haben ihr einen Tropf gegeben, haben Sauerstoff gegeben. Das konnte man machen, weil da wir nicht wissen, was es für ein Gift ist, können wir auch kein Antidot direkt geben. Ne?
Angesichts der akut drohenden Vergiftungsgefahr für Hunde, aber nicht weniger für spielende Kleinkinder, richtet die Politik einen Appell an die Berliner. Während sich der Abgeordnete für Reinickendorf, Tim Christopher Zehlen, an Anrainer und Polizei wendet, hat Justizsenator Dirk Behrendt klare Worte an den bzw. die Täter. Ich appelliere an diejenigen, die das machen, dass sie das unterlassen mögen. Das ist gefährlich, quälerisch gegenüber den Hunden, die diese Giftköder essen. Aber es besteht auch eine Gefahr für Kleinkinder. Wir wissen, Kleinkinder nehmen gerne Sachen auch in den Mund. Und wenn sie solche Giftköder womöglich in den Mund nehmen, ist nicht auszuschließen, dass auch Kinder hier zu Schaden kommen. Wie sollten sich Anrainer, Hundebesitzer oder Leute, die dort spazieren gehen, verhalten? Also jetzt unmittelbar am Tegeler See ist sicherlich den Hundehaltern anzuraten, die Hunde jetzt nicht querfeld einlaufen zu lassen, sie an der Leine zu führen. Oder aber Reinickendorf ist ja zum Glück groß, hat viel Grün, andere Gebiete vorzuziehen. Und bei Menschen, die mit Kindern da unterwegs sind, sollte man auch vielleicht vermeiden, dass die Kinder da durchs Unterholz laufen, so schön wie das ist. Aber die Gefahr ist dann doch vielleicht zu groß. Wenn man den Täter zu fassen bekommt, welche Strafe könnte ihm drohen? Das ist immer schwierig zu sagen. Wir wissen, wir vermuten ja, dass es jetzt in Tegel ein Täter ist, aber wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder Vorfälle gehabt. Ob ihm nachzuweisen ist, dass er auch im Vorjahr oder im Vorvorjahr vielleicht schon solche Taten begangen hat, dann gibt es von der Strafe sicherlich mehr, als wenn ihm jetzt nur ein oder diese 6 Fälle nachzuweisen sind. Das ist eine Frage der Beweislage, aber es ist eine Straftat, wenn hier Hunde zu Tode kommen, die Gefährdung von Menschen eine Rolle spielt, das Inverkehrbringen von Giftstoffen ist verboten. Als Anwohner, glaube ich, hilft ja schon Wachsamkeit. Einfach zu gucken, was liegt dort auf dem Boden. Wenn etwas Auffälliges ist, dann ist sofort zu melden. Der Polizeiabschnitt ist 24 Stunden verfügbar. Man kann dort anrufen, die Kollegen sind schnell vor Ort. Und von der Polizei, klar, es müssen die Streifen verstärkt werden. Also da, wo man eben das Gefühl hat, insbesondere in den Nacht- und Abendstunden, wo man eher unbemerkt an der Greenwich-Promenade und sich an anderen Teilen aufhalten kann, dort verstärkt auch mal zu patrouillieren und zu gucken, wo etwas ist. Ziel muss es sein, dass Hundebesitzer völlig angstfrei wieder durch Reinickendorf gehen können, mit ihren Hunden spazieren gehen können. Gerade bei dem Wetter, wir haben alle lange genug gewartet, bis der Frühling oder der Sommer jetzt endlich beginnt. Insofern ist das eine Forderung, die ich habe. Wie wichtig ist für Sie und für den Bezirk das Thema Hund? Wichtig. Die Reinickendorfer sind ja nach Hellersdorf-Marzahn der Bezirk mit den zweitmeisten Hunden. Über 10.000 Hunde sind registriert. Das zeigt, welche große Leidenschaft wir für Hunde haben. Der Bezirk hat in den letzten Jahren sehr viel für Hunde getan. Wir haben Hundespielplätze in ganz Reinickendorf mit Bezirksbürgermeister Frank Balzer errichtet. Wir haben eine wunderbare Kooperation mit der Berliner Stadtreinigung, der Firma Wall, wo es um Hundebeutel, Hundespender geht. Also das Thema Hund spielt eine große Rolle. Das ist für uns ein Teil des Lebensgefühls. Ein Bezirk mit viel Wasser und viel Wald ist das sozusagen Teil unserer Geschichte. Einen aktiven Kampf gegen Giftköder-Attacken führt nicht zuletzt die Facebook-Initiative Giftköder-Alarm Berlin. Charlotte Behm schließt eine mutwillige Vergiftung von Hunden rund um den Tegeler See nicht aus. Das ist nicht auszuschließen, da das Bezirksamt eigentlich eine Verunreinigung des Wassers ausgeschlossen hat. Zwischenzeitlich war die Überlegung, es könnte sich um Blaualgen handeln. Gehen wir eigentlich schon davon aus, dass da irgendwie eine Person absichtlich einen Schadstoff in Umlauf gebracht hat, ein Gift in Umlauf gebracht hat. Welches Gift das genau ist oder wie der Köder aussieht oder so, da können wir im Moment nur Mutmaßungen äußern. Was wir wissen, ist, dass das nicht der typische Rattengiftköder oder Schneckenkornköder ist, weil einfach die Symptome andere waren und die auch in der Regel nicht so schnell wirken. Wie könnte der Hundehalter den Hund dazu bringen, nicht alles von der Straße zu fressen? Es gibt da natürlich verschiedene Tiertrainings. Die meisten Hundeschulen in Berlin bieten das inzwischen an. Wir haben das im letzten Jahr auch kostenlos angeboten in Kooperation mit einer Tiertrainerin eben für, ich glaube, insgesamt 20 Teilnehmer. Da lernt der Hund eben, dass alles, was auf dem Boden ist und nicht freigegeben durch das Herrchen oder Frauchen, tabu ist. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass der Hund von vornherein nicht rangeht oder der Hund lernt es anzuzeigen, da ist was, aber er schluckt es wenigstens nicht runter. Das ist so ein bisschen eine Typenfrage. Es gibt Hunde, die lernen das besser und es gibt Hunde, die sind einfach Staubsauger. Da wird man immer ein bisschen aufpassen müssen, aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wenn man jetzt ganz konkret was machen will, weil so ein Training ja auch lange dauert und da muss man wirklich dranbleiben, dann gibt es zum einen die Möglichkeit, es gibt so Maulkörbe mit einem Netz, dass der Hund eben nicht fressen kann, aber durchaus noch trinken und spielen. Und was macht Ihre Initiative im Allgemeinen? Also was sind so Ihre Aktionen, Aktivitäten? Also die größte oder die Hauptarbeit ist natürlich diese Überprüfung der Warnmeldungen. Wir veröffentlichen ja nur Meldungen auf unserer Seite, die von uns auch überprüft wurden, wo wir wissen, das sind tatsächlich
richtige Vorkommnisse, um Falschmeldungen zu vermeiden, weil es eben doch auch immer wieder Falschmeldungen gibt, gar nicht unbedingt aus böser Absicht, sondern weil man dann Panik hat und irgendwas hört, das landet dann bei uns. Oder eben auch, weil Personen nicht wollen, dass die Tiere in bestimmten Gegenden unterwegs sind, dann wird so eine Falschmeldung gestreut. Und da sind wir halt sehr hinterher. Das ist ein sehr, sehr großer Aufwand, weil wir wirklich jede Anfrage nachrecherchieren müssen und die Anzeige überprüfen, mit Tierärzten sprechen, wenn wir hören, es gab da in der Gegend vielleicht gehäuft Fälle, dann telefonieren wir auch die Tierärzte ab und Ähnliches. Und darüber hinaus setzen wir uns eben sehr, sehr stark dafür ein, dass zum einen die Problematik natürlich bekannt wird, und zwar auch auf offizieller Seite, dass die Fälle zur Anzeige gebracht werden. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der uns sehr wichtig ist. Viele Hundehalter sagen, das lohnt sich nicht, weil da passiert ja nichts. Und wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es inzwischen auch Polizisten gibt, die wirklich dann auch hinkommen und die Köder einsammeln und sehr, sehr bemüht sind, sich sehr kümmern. Und das kann nur verfolgt werden, wenn so ein Fall angezeigt wird. Deswegen ist uns das sehr wichtig. Und und wir versuchen natürlich auf politischem Wege auch ein bisschen was zu erreichen. Dadurch, dass das ja ursprünglich also als Initiative von Kai Wegner und Thorsten Schatz von der CDU Spandau gegründet wurde, haben die natürlich da nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und ein sehr schönes Ergebnis war eben, dass auf Grundlage unserer Seite, unserer Initiative, der Giftköderatlas der Stadt Berlin dann auch ins Leben gerufen wurde. Noch gibt es keine Klarheit darüber, woran die Hunde am Tegeler See starben. Vieles deutet auf Gift hin, aber man kann nur spekulieren, um welche Substanz genau es sich handelt und wie diese von den Hunden aufgenommen wurde. Fakt ist jedoch, solange Ärzte und Behörden im Dunkeln tappen, sollten Hundebesitzer mit ihren geliebten Vierbeinern aufs Gassigehen am Tegeler See verzichten.